Der Wahl 2013 Kulturcheck. Heute die Piratenpartei. Die Kulturpolitik der Piraten findet in den Bundesländern statt und dort konzentrieren wir uns darauf, eben zu schauen, wie kann man diese Systeme, die davon geprägt sind, dass man Geld auf alte Tanker schmeißt, so reformieren, dass wir auf der einen Seite einen Bestandsschutz haben und auf der anderen Seite, dass Geld für eine Dynamisierung dieses ganzen Kultursektors ausgegeben wird, sprich freie Szenen, sprich auch Kulturprojekte, die im Moment nicht unter das Raster der klassischen Kulturpolitik fallen würden. Und ja, das ist die Kulturpolitik der Piraten. In Zeiten des NSA-Skandals sind die Piraten gefragt. Was gedenken die Verfechter der Internetfreiheit denn nun zu tun? Die Politik macht sich da einen schlanken Fuß und behauptet, man könnte da nichts regulieren. Man könnte solchen Unternehmen wie Google und Facebook keine Vorschriften irgendwie machen. Und man muss leider sagen, dass Überwachung ja schon auch gesellschaftlicher Mainstream ist. Ne? Also die 40% Leute, die Angela Merkel wählen, die finden das ja geil. Ne? Den macht man halt nicht klar, dass das auch bedeutet, dass ihre SMS mitgelesen werden, ihre E-Mails mitgelesen werden, dass man weiß, welche chronischen Krankheiten sie haben und so weiter und so fort. Ja? Wir bewegen uns ja im Moment auf einen 1A-Überwachungsstaat zu. Ne? Und wir möchten auch die Datensammelwut von großen Internetkonzernen wie jetzt Apple, Google und Facebook eindämmen. Und womit? Mit Gesetzen. Ja, dafür muss man in den Bundestag. Paragraphen von Piraten. Brauchen wir auch eine Reform des Urheberrechts? Also am Ende des Tages müsste man es hinbekommen, eine Reform zu schaffen, die einmal die gesellschaftlichen Realitäten durch das Internet anerkennt, dann die Urheber nicht leer dastehen lässt und gleichzeitig auch die Nutzer davor schützt, von irgendwelchen komischen Abmahnanwälten in die Steinzeit geklagt zu werden. Und jeden, den das mal interessiert, der kann sich ja auch mal anschauen, was so Künstler bei der Künstlersozialkasse sind, im Durchschnitt so im Jahr verdienen. Ich glaube, das war jetzt keine Ursache des Internets, dass das alles so im Bereich, weiß ich nicht, 13.000, 15.000 Euro brutto im Jahr ist. Das ist nicht schön. Apropos Künstlersozialkasse. Da wären wir bei der nächsten großen Debatte. Wie soll's eigentlich mit ihr weitergehen? Weiß ich nicht. Ist doch super, haben Sie jetzt einen O-Ton, dass ein Pirat Ihnen wieder erzählt, dass er zu irgendwas nichts sagen kann. Weiß ich nicht. Wenn ich gewusst hätte, dass es in dem Gespräch um die Künstlersozialkasse gehen soll, hätte ich mich auch auf die Künstlersozialkasse vorbereitet. Das ist ja auch ein Teil der kulturpolitischen Debatten gerade. Deswegen wäre trotzdem noch mal die Frage, gerade damit es auch für den Zuschauer eine befriedigende Antwort gibt. Also wie sehen Sie denn diese Debatte über die Künstlersozialkasse, wo tatsächlich dann gefordert wird, dass diese Kasse eben abgeschafft werden soll? Also die Frage, muss man nicht wie Künstler oder wie sollte man Künstler absichern in dieser neuen, sich verändernden Arbeitswelt? Ja, so wie man jeden auch absichert in dieser neuen, sich verändernden Arbeitswelt für viele, viele Millionen Menschen. Also es ist ja nicht so, dass nur Künstler manchmal irgendwie Probleme haben, sich zu versichern, sondern auch die Leute, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind in Deutschland. Das kriegt man ja auch hin, die zu versichern. Okay, geschenkt. Ohne Vorbereitung haben die Piraten also keine Meinung zur KSK. Und wie sieht's mit dem Staatsziel Kultur aus? Ich habe den Eindruck, dass manche Kulturpolitiker eben auf kulturelle Institutionen Geld draufschmeißen, weil man so ein bisschen Angst davor hat, dass wenn man es nicht macht, man feststellt, dass eben halt überhaupt keiner mehr ins Theater oder in die Oper oder sonst wohin geht und sich das alles nicht trägt. Und dann stellt die Nation der Dichter und Denker auf einmal irgendwie fest, dass sich überhaupt niemand in Deutschland für Kultur interessiert. Und ich weiß jetzt nicht, was Kultur als Staatsziel dann irgendwie bedeutet. Die CDU stellt sich dann da vielleicht sowas wie eine Leitkultur vor. Das ist jetzt nicht ein Kulturbegriff, den die Piraten da an der Stelle teilen. Die Piraten wollen in der Netzpolitik punkten. Die Frage nach der KSK hat keine Priorität. Auch mit der Forderung nach dem Staatsziel Kultur können sie nichts anfangen. Stattdessen wollen sie das Urheberrecht reformieren, File-Sharing erlauben und Gesetze für einen besseren Datenschutz durchsetzen. Das war der Wahl 2013 Kulturcheck. Heute mit der Piratenpartei.